drop zone. Locked and loaded. Good to go. Lighting him up. Ich bin schon da. Moment. Einstellungen, ja. Audio. So, hoffen wir mal, dass das einfach so funktioniert und nicht irgendwo so. Spack. Wir lesen uns kurz die 6 Seiten durch. Haben wir gemacht. Blackout. So, Ah! Okay. Ausgewählt. Das ist die Option, finde ich. Habt ihr eine Einladung geschickt? Ja, warte. Ja, passt. Ja, mal. Man kann die Grafikkarte einstellen, das finde ich schön. Immer mutig. Ich habe mal einfach alles volle Pulle hochgedreht. Einmal? Du bist immer noch gemutet. Microphone activated. Jetzt ein bisschen schon, ne? Ja. Ich habe gerade gesagt, ich bin mal mutig. Ich habe mal alles einfach volle Kanne hochgedreht. Also auch die Renderauflösung auf 200. Ich hab dir Einladung geschickt, aber ich weiß nicht, wo du die siehst. Hier oben im Bild. Okay. Soll ich irgendwo FPS nehmen, ne?
Nein. Kann man das vielleicht einstellen? Hier. Geht bestimmt. Also, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, waren ja die Optionen bei Call of Duty immer relativ umfangreich. Es gibt echt viel, aber da finde ich jetzt nicht. Blizzard selber kann das nicht, ne? Oder? Keine Ahnung. Weiß ich auch nicht. Das ist egal. Ne, finde ich nicht. So, ich würde sagen. Jo? Ja, von mir aus. Keine Ahnung, was wir jetzt spielen. Ich weiß, dass es Call of Duty ist, das war's aber schon. Ne, wir spielen jetzt eine Runde Call of Shit, ne? Ich muss ehrlich zugeben, ich habe vorhin eh in der Runde schon gespielt. Ich muss auch ehrlich zugeben, von Call of Shit ist es gar nicht so hässlich. Hä? Wo war denn das jetzt? Warum? Ich bin gerade einfach runtergeplumpst. Ja, das ist nur die Vorbereitung. Achso, warten bis genug da sind oder was? Genau. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass das Spiel übel hell ist, oder? Ja, würde ich auch sagen. Ich muss aber. Auf jeden Fall kleine Stücke runter. Das sind nicht so viele FPS, wie ich gerne hätte. Ich weiß nicht, wie viel ich hab. Ne, ich merk schon. Also bei Renderauflösung 200% ist auf jeden Fall zu viel. Warum schlägt mich da gerade jemand? Ah, guck mal, schon. Zu viel. Zu viel besser. Eisangebot. Ich hab keine Ahnung, wohin, ne? Infiltrieren, angreifen und zerstören. Es gibt eine Map. Oh, man kann hier überall hin, Leute. Hä? Okay. Was hältst du von Rivertown? Wenn wir bis dahin kommen, ja. Ja, easy. Da können wir auch noch weiter geradeaus zu diesen komischen Hallen da. Lagebericht. Möglicher Kollaps entdeckt. Es wird der Umzug in die Sicherheitszone empfohlen. Turbine, wenn wir das schaffen. Achso, Turbine ist sogar in der Zone. Ich weiß nicht, was du meinst mit Turbine. Wenn sie die zwei großen Hallen und die kleinen. Genau. Yeah. Wie ich das so sehe, haben die das grafisch sehr an den Spielmodus angepasst, sodass man Alter halt gut sieht. Weißt du, was ich meine? Ja, also ist jetzt, wie schon gesagt, für den Call of Shit. Nee, hässlich. Nein, man kann durch Kollaps steht bevor. Man kann alle durch Fenster klettern. Dazu muss man eigentlich erstmal 2 Jahre Early Aces sein und dann ein Klettersystem einfügen. Also meinst du die Bescheid hier? Ne? Ja. Zone? Oder wird er voll drin? Ja, schon gesagt. Fahrzeuge gibt's ja auch, ne? Also kann man ja fahren, ja, ne? Aber Fahrzeuge kenn ich aber.
Im Schießen. Hä? Lol? Vorratslieferung unterwegs. Was stimmt mit dem nie? Ich kann länger als 10 Sekunden rennen. Das Flugzeug? Ich wollte irgendein Verstärker-Kit aufgehoben oder so. Ja, sprich immer. Wachsamkeit. Okay, also das Flugzeug klingt echt übel gut. Aber hier in der Halle, Alter, das klingt echt gut. Also. Okay, können die die echt was nicht gemacht haben? Hab ich hier gerade. Eben Konsument, was ist das? Weiterer Kollaps erwartet. Begebt euch zur angezeigten Sicherheitszone. Ist er immer noch in der Zone? Ach, diese Wachsamkeit und Konsument, diese kleinen Kästen, das sind Buffs. Ach, okay. Denkt, die Anwendungsdauer von Gesundheit dauert 300 Sekunden. Führt vollständige Heilung, 3 Sekunden lang halten. Ah ne, das war Heilungskit. Feindliche Schritte sind lauter, Dauer 120 Sekunden. Das sind einfach nur Buffs. Achtung! Nee. Vorräte im Anflug! Okay, wir klingt, als ob wir auf Besuch kommen. Ah, okay. Wo du bist, ja. Ich bin hier in so einer Mega-Halle. Ja, ich war in der Clan-Halle. Lagebericht. Kreiskollaps droht. In Sicherheit begeben. Ganze Kreiskollaps zu nennen, war ja auch eine ganz schlaue Idee, oder? Naja, gut. Nee. Oder ist halt übel kacke übersetzt. Das kann natürlich auch sein. Übelst viele Medikits. Ob das schwer war für die Call of Duty Programmierer, das Autoheilen wieder rauszumachen? Ich hab gerade eine Granate geworfen. Aus Versehen. Ich wollte irgendwas anderes tun eigentlich. Und die Hallen sind aber wirklich groß. Oh ja, riesig. Da drinnen werden Windanlagen gebaut, nice. Du bist in der Anfangshalle? Ah ja. Ups, warum ist die Zelle bei mir? Achtung, weiterer Kollaps erwartet. Such die Sicherheitszone auf. Jetzt bin ich mal voll. Was gibt der Rucksäcke? Ja, ich weiß, ich hab schon eingesammelt. Hallo. Ganz in der Nähe wird auf jeden Fall rumgeballert. Ja, ich hab einen Haufen Scheiß eingesammelt, ich weiß nur nicht für was. Wie gesagt, diese Verstärker und so ein Scheiß, das sind Buffs. Ja. Moon gegen Blendgranaten und lauter so ein Blödsinn. Lagebericht! Kreiskollaps droht! Oh, in Sicherheit begeben! Wir müssen. Achtung! Vorräte im Anflug! Wir müssen jetzt los, wenn ich das durchsehe. Ja, ja. Wenn ich das durchsehe, müssen wir auch hier rüber.
Überbrücken gehen. Soll ich das? Aber das Flugzeug klingt halt echt übel gut, oder? Haben Sie Abschwerkent gefunden? Ich hatte vor uns eins, dann hab ich die Waffe gewechselt, war's weg. Hab eine Kiste gesehen, das ist ziemlich weit weg. Achtung, weiterer Kollaps erwartet. Such die Sicherheitszone auf. Wir sind genau in der Safe Zone. Hier liegt ein Lasermarkierer. Ja, ich weiß, habe ich schon welche aufgesammelt. Ah. Ich weiß nicht, was ich damit will. Die packt er alleine auf der Waffe. Hallo. Kreiskollaps steht bevor. Alle Mann in Sicherheit. Das geht aber schnell. Lass mal hier hintergehen. Ist das richtig, dass bloß nur 11 am Leben sind? Ja. Hast du 2 große Waffen? Ja. Ach, ich hätte die Pistole gegen eine große tauschen können. Ja, genau. Ach, dachte, das sind 2 verschiedene Slots. Nein, du kannst hier, glaube ich, keine 3 Waffen haben. Ich dachte, ich kann nur einen haben. Achtung! Und halt eine Pistole. Oh, Flugzeug fliegt direkt über uns drüber. Erwartet. Begebt euch zur angezeigten Sicherheitszone. Also, wird stark, ne? Lagebericht. Kreiskollapsdrohne in Sicherheit begeben. Ja, das geht echt fix hier, ne? Ah gut, Call of Duty ist ein schnelles Spiel, ne? War es ja vorher schon. Am Turm ist gerade eine Grand. Im Turm jetzt, ja. Hat uns glaube ich gesagt. Ah, sind 2 Uhr. Trupp vollständig vom Feind ausgelöscht. Das Training war ungenügend. Gewaltige Instabilität entdeckt. Das Training war ungenügend. Was ein Wichser. Lagebericht. Kreiskollaps droht. In Sicherheit begeben. Aber schießen ist wieder so typisch CRD. Kann das sein? Nie zielen, einfach drücken. Ja, hatte ich also gerade kurz das Gefühl. Oh, der Shop funktioniert schon, oder? Ich kann mal auf den Shop drücken. Ach, kannst du das Spiel kaufen? Ach so, okay. Ich dachte, jetzt kannst du irgendwelche Kisten kaufen. Und wo wird das gehen? Nee, mich auch nicht, deswegen. Aber ich muss erst mal ein bisschen leiser machen. Ja, mach mal. Und dann auch die Grafik noch ein Stück runter. Boah, ich bin halt echt am überlegen, ob ich mir so eine 2080 Ti hole, ne? Ja, ist schon ein übel geiles Teil, aber ich hab das jetzt noch keine Platz gesehen. Ja, darauf warte ich jetzt halt auch noch. Aber ansonsten ist halt übel nice, ne? Einfach wieder auf Standard und mach bloß Bewegungsschärfe aus.
Achso, ne, ja, hab schon als allererstes alles gemacht. Naja. Ja, weil der stellt bei mir halt auch Anti-Aliasing auf Mittel, weißt du? Macht halt gerade einfach das nächste Spiel an. Tobi easy, Perry easy, ja. Achso, wir waren noch in dem Spiel gerade. Okay, selbst das Menü ist schon viel schneller. Irgendwas hat hier Öl gefressen. Aber das Anti-Aliasing würde ich halt schon gern hochstellen. Bewegungsschärfe bei einem schnellen Shooter, das erklärt sich mir auch überhaupt nicht. Weißt du, was ich meine? Unter den Top 5. Easy, oder? Ja, easy. Wie komme ich jetzt wieder zum Spiel zurück? Also. Ach hier. Oh, die 2 von 2, aber hä? Ich bin alleine? Was? Hä? Ne, warte, ich mach mal Start. Ja, das hab ich jetzt gemacht. Ich hab das noch alles gekriegt. Einsatz. Jetzt bist du wieder da. Hat einen Charakter gewechselt, jetzt bist du wieder da. Ja, also schon völlig verpackt. Ja, ich will mal Geld. Ich will mal Geld zurück. Wie viel kosten 10 Minuten Download und der Traffic dazu? Da ich bei Vodafone bin, 13 Gig, also um die 40 Euro. Also das kann man verschoben außersehen, meinst du 400? Das mit dem Handy lädst? Achso, gut. Könntest du das Komma und ein nach rechts rücken? Also wieder Vorbereitung, ne? Naja. Also ab und zu Wasser. Okay, jetzt läuft's richtig, richtig nice, flüssig. Ich denke mal nicht töten. Okay, ich habe jetzt auf die Einstellung gemacht, die er wollte. Plus Anti-Aliasing. Jetzt ist super flüssig. Okay. Ja. Also gefühlt definitiv über 6 FPS. Also ich muss sagen, bis jetzt. Ich auf jeden Fall bei PUBG. Okay, das ist nicht schwer. Heavy. PUBG ist das beste Spiel der Welt. Ah ne, Fortnite, Entschuldigung. Ich hab eine Kampfaxt. Ja, aber Season ist definitiv COD-like. Einfach draufhalten. Ja gut, das ist halt COD, ne? Oh, krass. Okay, die Flash ist nice gemacht. Warst du gerade geflasht? Okay, schon. Arschloch, du blöder Kerl. Okay, eine Munition. Wohin? Talsperre, Anstalt?
falsch wäre. Ich würde sagen, Anstalt, da gehören wir eh hin. Wo ist denn die Anstalt? Jetzt blockiert. Wenn wir bis da hinkommen, oder das vielleicht über Talsperre, oder? Na ja, gucken wir, ob wir hinkommen. Ansonsten landen wir hier oder vorher irgendwo bei der Häuser. Ja. Oder? Ja, irgendwo. Da hat irgendwo einer rum. Ach, oder? Ich bin mit. Da ist er vorbei. Egal. Blackout. Ich finde das mit den Aliens cool, wie die redet war. Es ist gut gemacht. Als feindlich anzusehen. Ja, guck, was das angeht, ne? Ist halt typisch COD. Ja, immer viel. Müssen gleich schon. Müssen schon. Ist halt immer. Optisch, ne? Stark. Vor mir ist auf jeden Fall immer. Schon das. Doch, Möglicher ja, man, die Map ist nicht so groß, wie es auf der Map wirkt. Also man kann ziemlich steil runtergehen, um bisher herzukommen. Ich gehe hinter in das kleine Haus da. Ja, ich gehe in den Rosengarten. Wir sind auf jeden Fall noch nein, zwei hier gelandet. Jetzt, hä, was? Ja, hier gibt's Zombies. Hä? Ja, als Gegner. Und was ist mit den Gegnern? Die sind nochmal Gegner. Na klar. Vorratslieferung unterwegs. Ich hätte gerne eine Waffe. Für was? Weiß nicht, da liegt überall Munition lauter so Gedöns und Medis, aber eine Waffe wäre cool. Ist halt rennen und schießen, ne? Ach, das war ein Draw, Leute. Hey, war das gerade ein Kinderbett? Ja. Ja, war in dem kleinen Haus, oder? Also, jetzt wahrscheinlich nicht mehr. Also optisch ist es gar nicht hässlich. Nein, ne? Hat man das Kinderbett? Ne, bis er an dem Zimmer. Überhaupt nicht gestört oder so. Bin auf jeden Fall nicht allein im Haus.
weiterer Kollaps erwartet. Behaupten, das kommt auf der anderen Türseite raus. Ja. Wow, ich bin richtig stolz auf Call of Duty. Wieso? CPU-Auslastung 50%. Fake. 100% fake. Ich habe aktuell eine Gesamt-CPU-Auslastung von 88%. Okay. Also zwischen 6 und 8. Lagebericht. Kreiskollaps droht. In Sicherheit begeben. Das ist in deinem Haus, oder? Nö. Nee. Nö. Nee. Wo muss ich hin? Ich kann hier bleiben. Aber klingt gut, ne? Ob denn seine Schüsse gerade auf dich? Ja, ja. Also. Vorräte im Anflug. Das Flugzeug klingt halt übel fett, finde ich. Wie hält man sich? Ah, mit X. Ja. Ich finde es cool, dass ich auch die Tasten sehen kann, während du es machst. Was so? Ach, ja, ja. Da hast du 150. Weiterer Kollaps erwartet. Begebt euch zur angezeigten Sicherheitszone. Und das? Eine Flash? Hä? Was ist mit dem kaputt? Kreiskollaps droht, in Sicherheit begeben. Warum wollte er dem beim Sterben zugucken? Hat das schön? Ich weiß es nicht. Lol. Muss ich nicht bewegen? Nee, Moment. Nein! Du musst deine einfach wieder aufheben. Achtung, Vorräte im Anflug. Bleibt alles dran. Ne, guck gar nicht zur Tür raus, ne? Guck mal. Dein Draht. Ich weiß noch nicht, ob ihr mich hier seht. Sicherheitszone auf. Yay, yeah, ich kann vorher hier drinnen bleiben. Vorratslieferung unterwegs. Wenn ich das richtig sehe, benutzt er alle 16 Kerne. Lagebericht. Kreiskollaps droht. In Sicherheit begeben. Ach, von welchem Spiel haben sie sich das wohl abgekauft? Wie heißt das kostenlos, was wir gespielt haben? Ich
Er hat nochmal so ein kostenloses gespielt, wo es, wo das so ein Bestandteil war, ein großer. Ja, ich glaube. Oh, sorry. Ich glaube, auf der hinteren rechten Ecke war gerade einer rumgerannt draußen. Ja, da hast du ihn gesehen? Da war einer draußen, weiter links, bei so einem wie Felsbrocken. Ah ne, bei der Hütte, ja. Weiterer Kollaps erwartet. Such die Sicherheitszone. Jetzt musst du ein Stück in, zur Hütte. Ja, ja. Hast du bloß 20 Sekunden, ne? Da, Zombies. Kreiskollaps steht bevor. Alle Mann in Sicherheit. Mit Q wirfst du, glaube ich, Granate. Und deine hast. Kann das sein, dass die Zombies dir verraten, wo die Gegner sind? Die greifen eh nur an, die Mistviecher. Naja, aber der Zombie ist doch gerade dem Gegner hinterher gerannt. Da steht er doch blöd rum. Große Instabilität entdeckt. Sofort in Sicherheitszone evakuieren. Ach, laut. Ja, du musst ja rennen, schießen. Und ohne Lagebericht. Kreiskollaps droht. In Sicherheit begeben. Hm, sieht aber ganz lustig aus bis jetzt. Ja gut, aber ich muss trotzdem sagen, schade, dass Schießen halt trotzdem noch übel COD-like ist, ne? Ja gut, aber muss ja überlegen, ob die das auf der Konsole wirklich anders haben willst, also die Kiddies da. Weißt du, was ich meine? Bei Activision gerade einer da sitzt und übel heult. Da haben wir mal League of Legends und CSGO viel mehr Zuschauer auf Twitch haben. Aber soll ich dir was ja eigentlich schon erklärt, was dieses Spiel ist? Fortnite. Warte, ich muss den gerade noch nicht. Na klar, so diese Windmucke auch mal wieder an. Keine Ahnung. So, jetzt kannst du erzählen. Fortnite hat gerade übelst wenig Zuschauer und dafür Call of Duty. Erklärt eigentlich alles, ne? Ja, okay, gut. Also, aber ich muss zugeben, bis jetzt ist es definitiv besser als Battleshot. Ja, Cheater Coins. Ah, ne, auf keinen Fall. Weil ich dir auch versprechen kann, du wirst es auf keinen Fall länger spielen. Ne, es ist ein Call of Shit. Und dieses Jump'n'Run. Genau. Geschieße. Das, weil hier, das ist Rennschießen. Naja, Rennspringen, Ducken, Schießen.
Du hast gerade genau den Fehler gemacht, was im PUBG vielleicht funktioniert hätte. Das ist hingelegt und gewartet. Ja. Und der hat einfach vorbeigelaufen und hat geballert. Genau. Das ist bestimmt auch ganz lustig hier. Hast du eine Wunde am Kopf? Oder warum das Sturmband? Ja, bin ich ja verletzt. Ah, okay. Meine Mutter nannte mich Solid Snake. Und seitdem habe ich Kopfschmerzen. Deswegen gleich dein ersten Gegner umgefallen. Ja. Solid Snake tötet keine Menschen. Wo ist wieder hoch? Du, dumm. Hey, was ist das eigentlich für eine bescheuerte Anlage? Das sieht aus wie so eine Anlage für Züge hier. Wo die Züge im Kreis drehen können, um die in einen Bahnhof reinzuschieben, ne? Ja. Nur für Container, ist voll sinnlos, das Ding. Das Teil macht überhaupt keinen Sinn. Ja, ich sehe, ich bin direkt bei dir. Ich bin hier oben, hallo. Ja, schwer. Aber es gibt keinen Weg hoch. Ja, aber die Anlage ist doch völlig sinnfrei, oder? Lol, das Teil, was die Container hochheben soll, ist genau so, dass er keinen einzigen Container hochheben könnte, egal wie sich dreht. Muss immer, wenn wir nochmal nutzen, muss immer gucken. Achso, lol, wohin? Sicher das Missionsgebiet. Talsperre? Bis jetzt war die. Ja, weil bis jetzt war die Zone immer genau dort, wo wir hingeflogen sind, also relativ weit weg von der Flugroute. Mhm. Na, haben wir es schon gehackt, das Spiel, ja? Wohin, Talsperre? Ich werde es bloß an den Anfang schaffen. Da die zwei großen Hallen da links. Oder zwei Häuser, was auch immer. Tankstelle, genau. Ja, können wir machen. Lagebericht. Möglicher Kollaps entdeckt. Oh. Es wird der Umzug in die Sicherheitszone. Naja, aber recht haben wir trotzdem. Mit der Zone. Aber es ist aber, wir müssen gleich los. Wir haben bloß eine Minute Zeit. Wir sind gerade unten. Oh. Kann man denn das Auto hier fahren? Nee, ne? Stimmt nicht. Kann man dich fahren? Hallo? Du stehst du so? Was könnte man? Ja, geht. Vorratslieferung unterwegs. Kannst du hier? Ja. Das heißt, eine Waffe suchen und los eigentlich? Ja, eigentlich schon. Also mit der Waffe ist nicht so einfach. Aufklärungsfahrzeug, okay. Ein Kletterhaken. Also ich hätte was zu schießen. Eine Kampfaxt. Lagebericht. Kreiskollaps droht. In Sicherheit begeben. Was war mal los? Ja, ich hab zwei Waffen und ein bisschen Muni. Ich finde eigentlich wichtig die Medis, weil die sind ja doch ganz praktisch. Ja, oh zwei, aber. Wir brauchen eigentlich, wenn ich das richtig sehe, über der Talsperre der Straße folgen. Ey, nehm ich mit! Hä? Hallo? Okay. Gibt keinen Sitzplatz, ich muss so mitfahren. Okay, es leckt gerade übelst, oder? Nee, das ist das Fahren. Nimm mal Geld zurück. Das ist schneller. Jetzt kann ich schon mitfahren, ganz normal. Okay, jetzt ist er nicht mehr so leckig, warum schon, weil ich hinten drauf stand. Nächste Straße nach links dann. Also die hier, genau.
dann wieder nach links, hier vorne. Ja, aber vorne ist ja wieder Call of Shit like. Fühlt sich übelst assi an. Immer klar in der Zone, aber. So eine große Häuser. Gucken, was die Zone sagen, können wir bestimmt gleich weiter. Dort war Klöber gerade immer, oder? Ich weiß nicht, das zappelt und wackelt ja alles. Das ist ein Schild. Achtung, weiterer Kollaps erwartet. Such die Sicherheitszone auf. Bin jetzt schon wieder drin, ne? Was aufrüsten? Trophy-System? What? Ich hab keine Ahnung. Hast du gerade umgeschossen? Nö. Die Zone kommt schon! Also wir müssen noch bloß ein paar Zentimeter. Weiterer Kollaps erwartet. Begebt euch zur angezeigten Sicherheitszone. Jetzt sind wir hier durch die Stadt, mehr oder weniger. Wow, hier geht's auch tief runter. Das ist ein geparkter Jeep. Ja, sein. Was wieder zu dir, das geht echt übel mies schnell. Naja, die. Keine Ahnung. Wenn ich das richtig interpretiere, wollen die einfach ein extrem schnelles Spiel haben hier. Anflug.
weiterer Kollaps erwartet. Begebt euch zur angezeigten Sicherheitszone. Dieser blöde Leuchtturm da vorne, ey. Dieses Ding da ist schon wieder in der Zone, oder? Ja. Ja. Lagebericht. Kreiskollaps droht. In Sicherheit begeben. Also, wie schnell? Second. Hier hinterm Hügel wird rumgeballert. Medikit? Oh. Oh, schade. Echt jetzt? Ich bin Verderber. Ich hab hier was, das mir Beuteobjekte anzeigt. 120 Sekunden lang. Okay. Also auch so ein Buff. Hier die Kiste hat zum Beispiel gerade geleuchtet. Kann man hier hochnehmen. Ah, nice. Genau, geh mal über den Hügel gucken. Ja, ich bin dabei. Oder den anderen Leuchtturm da links. Dann nehme ich nur bei 100 Zoll. Anderer Leuchtturm links? In die Richtung, wo ich ziele. Achtung, Minimap. Vorräte im Anflug. Das kannst du gerade zurück. Genau, in die Richtung. Kann ich auf deinem Bildschirm sehen, was du machst? Nee, schade. Weiterer Kollaps erwartet. Begebt euch zur angezeigten Sicherheitszone. Naja, kannst gucken, ob ich rausrenne. Hey? Wir haben E-Plus, kommen wir doch. Alle Mann in Sicherheit. Kommst du? Ja, ich hab gerade so einen Buff wieder genommen. Resistenz gegen Blendgranate. Okay, das Spiel läuft echt übel kacke bei mir. Manchmal. Da kommt eine Kiste runter. Aber das Auto explodiert nicht. Werden wir gleich merken. Okay, wir gewinnen. Was? Easy! Cool? Nein. Glaub schon, hat die bei PUBG gewonnen. Der Sprengradius einer Handgranate ist immer ein paar Zentimeter größer als deine Sprungweite. Ja, easy, ne? Was willst du denn da machen? Ja, ist das halt mit Pros spielen? Ist der Modus Leave No One Standing? Warum nennen die es nicht einfach Battle Royale? Oh. Okay. Haben wir easy gewonnen, ne? Bestimmt in der Zone verreckt. Ja, ja. Gut, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, ne, was die Zone für Damage macht. Am Ende bist du instant tot. So. Null Abschüsse. Sieg. Das ist schon krass, oder? Ja. Ja, war halt zu leicht. Ja, naja, gut, was willst du machen, ne? Ich meine, wenn sie uns gegnerischen Gegner geben. Aber wir haben okay die Punkte dafür gekriegt, ne? Der Sieg ist ja relativ nichtig. Ja. So, schon mal kurz, hast du schon wieder angemacht? Ja. Also, ich wollte mal pinkeln gehen. Ach, kann schon so. Warte, kurz warten, bis es geladen hat. Ja, ich geh mal kurz aus der. Microphone muted.
Oh, wieder da. Missionsgebiet und Waffen freigegeben. Mach mal Talsperre probieren? Ja, ja. Wieder Versuchung oberhalb? Ja, ich gehe rechts so zu dem Haus um. Über die, das eine große, die zwei kleinen sind. Wollen wir den Buggy haben? Ja. Ich hab das vorher, aber ja. Jeder sollte sich in die angegebene Sicherheitszone begeben. Guck mal, die Zone. Ja, hab schon gesehen. Da steht wieder ein Buggy. Wieder die falsche Richtung kommt. Kann ich. Was? Ach, okay, hier will er die durchspringen. Was kommt, was läuft da einfach von? Ich hab keine Waffe. Ja, schon nie. Box die Gegner einfach zu Tode. Okay. Diesmal musst du geradeaus. Nicht so geradeaus. Also immer, wo fährst du hin? Was tust du? Ja, ich will zu dem blauen Punkt, der blauen Laser. Lagebericht. Kreiskollaps tot. In Sicherheit begeben. Achso, okay, der ist im Haus. Was ist das? Ich weiß es nicht, aber da drinnen wird er oben nicht rumgeballert. Yay! Yay! Ohne Luftwäsche. Schienen hinterher fährst, kommst du direkt an die Brücke. Ja, aber ich steig ab, das Ding qualmt. Ja, scheiße. Also, hier ist offen. Lass rüber. Hier ist ein Boot. Hörst du was? Ist eine Weste drin? Ist noch eine Weste? Also ich bin schon drüben. Hey, warum kann ich denn nicht aufsammeln? Vorräte im Anflug. Hä, wie kommt man da hoch? Steht da hoch? Ach so, man kann da hier klettern, ne? Hm? Easy. Achtung, weiterer Kollaps erwartet. Sucht die Sicherheitszone auf. Hinter uns müssten gleich welche auftauchen, ne? Ja, da waren welche mit dem Auto gekommen, ne? Vorratslieferung unterwegs! Wir fliegen welche mit einem blöden Heli rum. Hä? Wie? Heli? Ja. Hörst du nicht? Ich dachte, das wäre ein Flugzeug oder so? Nee. Da gibt's doch Helis. Okay.
Lagebericht. Kreiskollaps droht. In Sicherheit begeben. Bei mir eine Panzerungsstufe 2. Ja, hab ich. Das war ziemlich nah. Ja. Oh, oh, Schüsse hinter mir. Hab ihn gesehen. Er rennt hier. Wo ist er hier? Hinterm Haus. Oder bist du das? Ich glaube, das warst du. Was? Lalalala. Weiterer Kollaps erwartet. Such die Sicherheitszone auf. Da vorne am Boden. Da ist noch einer. Wo? Dahinter, am Auto. Gott. Brauch Muni. Ja. Ich muss das öffnen. Vorrat ist unterwegs. Oh Gott, das ist ein Stück, Leute, komm, hier oben. Ja, hinten geht auch. Ich hab so gut wie keine Munition. Ich hab so ein Aufklärungsfahrzeug. Ich hab unter 50 Schuss insgesamt. Ja, was? Okay. Bei dem Spiel nichts ist. Nee, das ist allerdings wahr. Nö, was hab ich denn? Ich hab. Drauf zerstören die Feinde. Weiterer Kollaps erwartet. Begebt euch zur angezeigten Sicherheitszone. Wie sehr siehst du mich? Geht so. Fällt schon ein bisschen auf. Okay. Lass hier langlaufen. Krass, das Gras frisst aber ordentlich, kann das sein? Also Leistung? Kollaps droht. In Sicherheit begeben. Wie viele sind wir? Immer noch 16, krass. Da vorne rennt einer an der Mauer. War da zu dem Haus gelaufen, ne? Ja. Und der hat uns glaube ich gesehen, wenn ich mich gesehen habe. Ne, da. Da sind wir drin. Lieferung unterwegs. Wir haben uns gesehen. Viel zu bereden, Leute. Rückkehr. Das war Granaten. Hier gibt's echt viel Gelumbe, kann das sein?
Warte, was? Hier gibt's echt übel viel Gelumbe. Ja, ja. Das ist jetzt eigentlich nur der Modus hier, oder? Ja, ja. Krass, kann man das Gras runterstellen in der Grafik? Wovon sind da Wiese standen? Hast du richtig gemerkt, wie die Frames runtergehen? Ja. Einstellungen, Grafik. Schattenqualität, Waffenschatten, Umgebungsverteidigung, Bewegungsentschärfe, Volumenstreuung, ne, ich glaube nicht. Und da stelle ich mir das Anti-Aliasing runter und müsste ja im Gras auch übel was bringen. Nein, ich würde nicht. Weiter? Ja, kannst machen. Okay, Anti-Aliasing 2 Stufen runter hat übel was gebracht bei mir. Ja? Ja. Wir haben es nicht machen müssen, aber ist das Gras ein bisschen weg? Nee, nee, überhaupt nicht. Ich habe auch nicht gefunden, wo man sowas einstellen kann. Es gab irgendwas, Renderdistanz von kleinen Objekten. Ich weiß aber nicht, ob das Gras dazu zählt. Ich habe es mal oben gelassen. Fliegt ziemlich mittig. Naja. Blackout. Die Frage wohin? Probieren wir mal Baustelle oder das Anwesen? Ja, Anwesen. Das ist aber schick. Also von oben zumindest. Das sind einfach mal schon 2 Spiel schneller unten als wir. Lagebericht. Möglicher Kollaps entdeckt. Es wird der Umzug in die Sicherheitszone empfohlen. Lass. Baustelle. Ich bin schon da. Du bist wohl ganz anders, lol. Das Problem bei CRT ist, ne, dass das hier wären 100 Pro die Cheater genauso gut machen wie bei PUBG. Cheater bei PUBG?
Wissen wir, bleibst du die Richtung anwenden? Ich bin in dem ersten. Ja, aber wir haben keine Zeit, gucken wir auf die Zeit nochmal. Ja, ich hab keine Muni mehr und hier ist noch einer. Hör doch weg. Welche Richtung muss ich denn? Warte. Wo ist er? Direkt bei mir. Ist tot. Wir können. Was ist das? Los. Komm. Ja, warte, ich habe mir noch die Muni und. Zeug. Wo lang? Da lang. Da kommt einer raus. Zwei, die habe ich gesehen. Ich treffe von hier nicht. Die sind gerade über den Hügel gelatscht. Ja, komm! Direkt tot. Nur noch wir beide sind hier. Kämpfe um den Sieg! Ja, es ist halt übel Wannengang, ne? Naja, die Rennen und Ballern, das ist eigentlich. Das ist schon wieder übelst nervig eigentlich. Ist aber COD. Na gut, nächste Runde. Also das ist jetzt nichts, worüber man sich beschweren kann, wenn man das Spiel anmacht eigentlich. Naja, ne, das ist halt COD. Aber bis jetzt halte ich PUBG immer noch für das bessere Spiel. Eben weil ich dieses Schnelle nicht mag. Und PUBG ist halt extrem langsam. Naja. Auch im Vergleich zu Fortnite zum Beispiel. Da macht es ja das Bauen so übel schnell. Und das kann ich mit meinen fundierten Kenntnissen, kann ich das so erzählen, weil ich ja, ganz viel gespielt habe. Alle. Vor allem Fortnite. Ja, aber PUBG ist übelst zerstört von Cheatern. Gut, ich möchte COD jetzt auch nicht auf einer Konsole spielen. Na gut, aber wenn das Spiel hier auch erfolgreich wird, ne? Und halt dazu noch Fortnite, wird der PUBG automatisch besser, was das angeht. Oh. Ist das Schmiede? Ja, gut. Wo bist du? Schon wieder hier oben. Das war Auto. Mal gucken, wie weit ich fahren kann mit dem Ding. Bist du? Nee, nicht auf der Map, oder? Nimm mich mit! Achso, warte mal, bleib stehen! Warte, bleib stehen, die nicht bewegen. Hä? Nein, gut, ich mach doch. Ja, warte. Hey, Leute. Ey, lass das Auto ganz! Ich wollte gerade das Auto kaputt machen. Was für ein Wichser! Ich hab ihn geboxt! Ja, stimmt. Okay, ich komme relativ weit. Jetzt dann kaputt, oder? Nö. Weil du kannst ja mehrfach benutzen. Kein Empfang mehr. Also müsste es ja irgendwo rumstehen, oder? Naja, das steht jetzt auf dem Hügel rum. Und das ist wieder so typisch COD. Ja, hier steht ein Riesenschiff. Ja, aber rein kannst du nicht. Da, Heidi. Irgendwo. Da, mitten in der Luft, Heidi. Ja, denkst du, ich guck nach unten? Ich höre das, ich sehe ihn nicht. Ach, da. Wow. Ist noch weit gekommen mit seinem Heli. Anwesen? Und Waffen freigegeben. Ja, komm mal. Das obere, wo ich markiert hab. Was? Das, wo ich markiert hab, also das obere. Ja. Weil ich war vor uns beim Clan unten.
Ja, man ist echt schnell dort. Was, Bunker? Es wurde ein Fehler gemacht? What the fuck? Kollaps entdeckt. Jeder sollte sich in die angegebene Sicherheitszone begeben. Okay, Glück haben wir auch mit der Zone. Oh ja, können wir hier direkt kurz. Direkt nebenan. Bei mir noch drei Leute. Also was? Wahrscheinlich, bei mir noch, hier sind drei Leute gerade noch unter, also wahrscheinlich eher vier. Ich kann Basketball aufheben, warum? Die Frage ist, warum nicht? Den hab's. Versuch zu dir zu kommen. Nee, also auf jeden Fall einfach nicht stehen bleiben beim Schießen. Bin nie im Haus, ich bin draußen, ne? Okay. Leute, das ist eine Map aus Call of Duty! Ja, bei mir einer. Laden. Ich muss nachladen. Ich habe keine Muni mehr. Fuck. Was? Ich brauche unbedingt Muni. Ich habe null Muni. Was brauche ich für Muni? Ah, die hier. Dein Mate-Fetner? War der sofort tot? Ne. Ne. Wie gesagt, ich habe drei Fallschirme gesehen, also waren es wahrscheinlich vier. Ich habe bloß 30 Schuss. Ich hab 34. Von meiner Pistole. Oh, was das ist. Lass das ja weiter, einfach. Ja, vielleicht ist dein Mate ja hier oben runter. Das kann sein, ja. Medipack reindrücken. Ein paar Sekunden haben wir noch. Ja, aber da merkst du es auch, dass das Spiel halt schnell ist. Du kannst die Medis beim Rennen benutzen. Nee. Okay, jetzt ist Glas kaputt. Soll ich mal die Pumpe nehmen? Glas kaputt. Bei mir. Nein! Also. Das ist der Typ ist tot. Aber ich bin aus dem Spiel rausgekommen. Ja, du. Du bist der Letzte. Bring die Mission zu Ende. Hast gerade da auf Feuer gemacht, wisst ihr, dass irgendwas war. Mal gucken, ob ich wieder beitreten kann. Nee, ich bin der Letzte. Bist tot. Oh, krass, Assi. Ich weiß nicht, wo du warst. Unten. Such die Sicherheitszone auf. Na gut, ich muss weiter. Krass, die Aufnahme von dem Spiel wird riesig bei den vielen Blumen. Kollaps steht bevor. Alle Mann in Sicherheit.
weiterer Kollaps erwartet. Begebt euch zur angezeigten Sicherheitszone. Die Qualität auf Twitch müsste übel mies sein. Na, du lachst übel. Vorratslieferung unterwegs. Na, warte mal, das. Mal gucken, ob das jetzt gleich besser wird. Ich die Vorschau von OBS ausmache. Da war schon jemand. Kreiskollaps steht bevor. Alle Mann in Sicherheit. What the fuck? Rückkehr zur Basis. Scheiße. Bin tot. Okay. Oh, schlapp ich wieder ein, oder? Hat einer irgendwelche Minen angebracht oder so? So sein. Der eine hab ich gesehen, der dachte mir, ah, bist schlau, geht's durch die andere Tür. Boah, eine. Hat nie ganz so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Lade ich nochmal ein. Das war jetzt doof, bin ich so. Du kannst. Der hatte irgendeine Waffe, die. Mit Leuchtspurmunition. Ich hab genau gewusst, wo er ist, aber. Boah. Er hat so blöde Mine reingerannt. Ich land natürlich direkt im Wasser. Ja, muss auch Spaß machen, oder? Also, schlecht ist es auf keinen Fall. Macht doch Spaß. Was halt für dich dieses Jump'n'Run? Dieses COD-typische halt. Ja, gut, aber. Ja, aber wenn du das noch rausmachst, ne? Ja, aber das wird nicht passieren. Stell dir mal vor, die machen aus COD ein richtiges Spiel. Das wäre schon krass, oder? Ja, nee, was sollen denn die ganzen Konsolen-Kiddies spielen? Auch nicht mehr. Können. Guck mal. Was machen. Sollen sich einfach mal eben zulegen, die da. Ja, aber das EM-DLC gibt's für die Konsole noch nicht. Das EM-DLC für die Konsole, ne? Das ist ungefähr 1000 Euro. Und beinhaltet einen blauen Sack für die Konsole. Minimum?
man kann unterm Schiff tauchen. Und in der Wache, unter Wasser mit der Pumpe schießen. Gut zu wissen. Blackout. So. Wohin? Ich hab keine Ahnung. Zum Leuchtturm? Trainingszeit ist abgelaufen. Zum Leuchtturm? Legen wir los. Das schaffen wir nicht. Also doch, wenn wir hier springen. Naja, da werden wir schon rausgefunden, soweit ist es eigentlich alles gar nicht. Ja, ja, ja. Aber die Map ist schick, also das möchte ich mal. Ich find's cool, diese Anwesen da oben. Das ist auf jeden Fall eine Map aus Call of Duty. Nuketown auch. Ist nicht, ist da die Map Nuketown drauf? Ja, ja. Lagebericht. Möglicher Kollaps entdeckt. Es wird der Umzug in die Sicherheitszone empfohlen. Wo Zone ist? Ja, dann ich, ja, Richtung Fracking Docks gehe ich. Oder hier in die Häuser, wo ich gerade bin. Ja, ich gehe Richtung Fracking Docks. Ja, ich auch. Ach Leute, wenn du relativ steil nach unten fliegst, kommst du auch übelst schnell vorwärts. Ja, hier unten sind so kleine Minuten. Da läuft schon einer rum. Ja, ich hab's gesehen. Aber ich bin schon da. Ja, ich auch. Läuft, geht jetzt unterirdisch irgendwo hin. Ich hab auch eine Waffe. Dann lade ich den da jetzt runter, Frau Kleider. Achtung, Vorräte im Anflug. Wenn ich weiß, wo du da rein bist? Ich hab keine Ahnung. Kreiskollaps steht bevor. Alle Mann in Sicherheit. Ach krass, wir müssen schon wieder. Ja gut, ist aber ziemlich nah. Ich hab gerade einen Knopf gedrückt. Ja, jetzt geht hier was ab. Hallo! Guten Tag! Ich komm runter. Hallo. Wir haben viel zu bereden, Leute. Rückkehr zur Basis. Viel zu bereden, Rückkehr, blöder Penner. Jetzt mal was gemacht. Zwei verschiedene Gegner. Der eine war instant tot und der andere dann noch kommen nie. Also der mich gekillt hat. Also war noch ein Team dort. Ja, ja. Okay, ich würde sagen, wir warten jetzt einfach, bis wir die Map sehen, bevor wir rausspringen, oder? Ja, ja. Das müssen sie aber ändern. Oder die wollen natürlich, dass es am Anfang heftig zugeht. Das kann natürlich sein. Das kann sein. Aber man hat auch nie wirklich Zeit, irgendwo anders hinzuspringen und dann. Es ist halt echt oft schnell ausgelegt. Also erkennst du auch da, wie viele Waffen hier einfach rumliegen. Du musst hier, eine Waffe musst du nicht wirklich suchen. Wenn man den Blackout-Modus einzeln kaufen kann, würde ich mir vielleicht sogar kaufen.
Ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Es gibt ja keinen Singleplayer mehr, ne? Der ist ja komplett raus. Ja, ich glaube. Ja, ist ja irgendwie das erste COD, was komplett auf den Singleplayer verzichtet. Was es ein bisschen dreist macht, dass es trotzdem 6 Euro kostet, ne? Aber gut. Warten, oder? Jeder Kontakt ist als feindlich anzusehen. Ja, scheint doch gleich, oder? Erst noch schon erschossen. Ein potenzieller Kollaps entdeckt. War nur, sollte sich in die angegebene Sicherheitszone begeben. Okay. Probier aber auf Zone, ja. Na genau. Da ja so die Zone ist, werden wir definitiv gleich in die Engine sein. Naja, werden bestimmt einige so machen. Durch den Wind, ne? Kannst du absolut nicht sehen. Ob hier einer ist. Du kannst dich aber, wenn du Mausrad gedrückt hältst, umgucken, ne? Ja, ich weiß. Da steht ein Heli! Der übrigens sonst kennen. Ich glaube, irgendeiner ist ja gerade runter. Kollaps steht bevor. Alle Mann in Sicherheit. Wie viele Punkte hier einfach mal immer rumliegen? Gut, passt ja auch zum Gameplay. Wow. Weil die Zölle geht schon wieder zu, ne? Ja. Das ist übel krass. Ich hab so Auto. Oh, hier ist eine Stolpermine. Das war bestimmt so ein Ding, wo ich sonst durchgelatscht bin. Vorratslieferung unterwegs. Ich habe eine voll ausgerüstete Waffe gefunden. Die hat golden geleuchtet. GKS Wettkampf heißt die. Okay. Uah. Ich bin hier noch Zone gewesen. Steht irgendwas von wenig Rückstoß und so ein Zeug. Ja, ich weiß aber, wo du hin willst. Ja, wir werden aber definitiv gleich da. Ja, ich bin schon da.
Und wir können sterben. Ich kann instant zwischen beiden Plätzen wechseln. Okay. Ob ich das Auto aus dem Heli werfen kann? Verstehe. Benutzt man das Auto? Kreiskollaps steht bevor. Alle mal in Sicherheit. Ja. Darf und dann. Ja, hab's. Warte mal, lassen wir das Auto ab. Nee, geht nicht. Man hätte im Auto schon gucken können, ob Hund der da ist. Kannst du ewig fliegen? Sieht so aus, ja. Aber wir waren da nur im Kreis, oder? Nö, scheinbar nicht. Oder darfst du im Heli dich am Zonenrand aufhalten? Oh, hier schnell reingehen, wieder im Heli und weg. Weiterer Kollaps erwartet. Begebt euch zur angezeigten Sicherheitszone. Achtung, Vorräte im Anflug. Hab schon hier die Gefahr? Okay. Wollen wir es mal hin? Wohin? Lagebericht. Kreiskollaps droht. In Sicherheit begeben. Ja, aber ob das so intelligent ist, im Handy umzufliegen? Das gibt Raketenwerfer, oder? Aber hat Schaden genommen? Ja, schon. Hier liegt so ein Buggy direkt hinter dir. Ja, schon. Ach du nur erstmal Rucksack. Und Muni brauche ich vor allen Dingen. Muni hab ich ausnahmsweise. Visier wäre cool. Bei mir! Ich war sofort down. Wo? Direkt da. Begebt euch zur angezeigten Sicherheitszone. Zerlegen, ausmanövriert und ohne Glück. Vorratslieferung unterwegs. Okay, dieses Rumgerenne und Geschieße nervt irgendwie. Ja. Kreiskollaps steht bevor. Alle mal in Sicherheit. Eine Runde Cheaterstrike und dann mach Schluss. Los, komm mal. Pre-order and get access to the Blackout Beta.